Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute zeige ich euch mal, wie ihr in eurem Chili Weather Projekt oder Spiel einen Ingame-Shop macht. Zum Beispiel für Spieler, also Character, wo ihr dann kaufen könnt. Ich mache jetzt erstmal ein leeres Spiel wieder. Und eine neue Szene. Dann füge ich erstmal, also ich mache das Ganze mit Spielern. Und zwar 3 Stück. Und füge das jetzt erstmal Spieler 1 ein. Dann noch Spieler 2. Und noch Spieler 3. Okay, zieh das Ganze auf die Szene. Und genau, mach jetzt erstmal noch einen Knopf. Und zwar für jeden einzeln. Und zwar nenne ich den Buy, also kaufen. Und den Knopf. Dann sage ich okay. Und zieh den schon mal unter Spieler 1. Dupliziere das Ganze, nennt bei 2 und noch bei 3. Für jeden Spieler oder für jeden, was ihr halt habt, zum Kaufen. Genau. Und dann brauchen wir noch einen Preis. Ich sage jetzt einfach 50 Münzen. Preis. Ich nehme jetzt bei jedem den gleichen, aber ihr könnt natürlich auch überall einen anderen Preis nehmen. Okay, dann macht ihr erstmal, brauchen wir ein paar Variablen. Und zwar, okay, und wir brauchen die Variablen, es müssen nicht globale Variablen sein, aber es ist immer besser, falls ihr eine zweite Szene habt und da das gleiche verwenden wollt. Also gehe ich auf globale Variablen, nenne die, ich mache jetzt für jeden Player eine Variable, also 3 Player habe ich, und dann brauche ich noch Münzen. Da setze ich jetzt erstmal den Stand auf 100, damit ich auch euch zeigen kann, dass man kaufen kann. Und sag dann hier oben Preis und sag Netpreis. Ich brauche natürlich, ich brauche ein neues Textobjekt und zwar Münzen. Kann ich Text lassen, weil es ändert sich dann eh automatisch. Und zwar lasse ich hier immer Münzen. Modify der Text, set to Variable, globale Variable, Münzen. Sage ich okay und okay. Speichere das Ganze natürlich immer wieder. Und jetzt steht hier oben 100. Man kann jetzt noch nichts machen, aber ja. Genau. Jetzt gehe ich, ich mache jetzt erstmal für einen Charakter das Ganze. Und dann kann ich das einfach kopieren und nur die Namen ein bisschen ändern. Also, wenn bei. Also wenn man auf Buy klickt, also Touch, sagen wir okay, und die Variable, die globale Variable, Münzen, ist größer gleich, also größer oder genauso viel wie 50, sagen wir okay, dann erstmal Buy 1 Delete, ein Object, dann noch Player 1 Delete. Dann ändern wir die Variable. Globale Variable. Player 1. Set to 1. Oder was ihr machen wollt. Und noch die globale Variable. Münzen. Müsst ihr minus 50 oder wie viel ihr halt wollt, dass es ist. Dann sage ich. Gehe ich auf Storage, write a value,
Storage Name nenne ich Player 1 und Group nenne ich jetzt einfach mal nur Player. Und Expression ist das, was man speichern soll, also nämlich Variable, globale Variable, und zwar Spieler 1. Was ihr dann noch machen könnt, ist die Münzen speichern, genauso funktioniert es, aber ich mache es mal so, damit ich auch zeigen kann, dass man wieder kaufen kann. Okay, ja. Ich kopiere das Ganze jetzt und mache hier überall einfach 2 hin, wo 1 steht, und dann ist es ganz leicht. Wäre jetzt schon mal das, dass wenn man jetzt halt eins kauft, genau, wenn man jetzt auf Play klickt, sieht man schon mal, dass man es kaufen kann, wenn man über 50 Münzen hat, aber noch speichert es nicht, falls man wieder rausgeht. Das bleibt einfach so. Und deswegen machen wir jetzt if, also wir machen jetzt erstmal, dass immer wenn das die globale Variable ist, Player 1 ist 1, dann soll es auf jeden Fall Delete Player 1 und Delete by 1. Genau. Und das machen wir für alle wieder. Natürlich nur das Player 2 ändern und nicht die Zahl. Und Player 3. Und wieder alles genauso machen. Genau, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir noch, damit es auch speichert, machen wir read a value, storage name, player 1, group player, und 10 Variablen brauchen wir auch welche, und zwar wieder player 1, dann player 2, Player 3, ja, und das war's. Also speichern wir das Ganze in Player 1, kopieren das dann, sagen hier Player 3, ja, und das war's. Also speichern wir das Ganze in Player 1, kopieren das dann, sagen hier wieder Player 2, Value in Player 2, und machen das Ganze nochmal für Player 3 in Value Player 3. Genau, und sagen dann noch, ändere die globale Variable Player 1 Z to 10 Variable Spieler Player 1. Und das machen wir jetzt wieder für alles. Und zwar Player 2. Player 2. Okay, Player 2. Und hier auch Player. Natürlich Player 3. Man muss natürlich Player 3 machen. Ich habe jetzt aus Versehen was Falsches gemacht. Und jetzt, wenn ich das Ganze machen würde, sieht man schon, dass es auf jeden Fall die 2, die ich gekauft habe, löscht. Jetzt durch das noch anklicken. Und das speichert irgendwie nicht. Ja, ich muss mal kurz schauen, warum das nicht speichert. Ja, also ich habe den Fehler gefunden. Das war, lag jetzt irgendwie daran, wie ich das hier genannt habe. Ich habe es jetzt einfach Player 4 genannt. Und hier unten auch auf Player 4 geändert. Und jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ja. Ja, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ein Like da, wenn es euch geholfen hat. Und ciao. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The